So, moin Leute. Das hier ist ein Zusammenschnitt der vielen teilnehmenden Landwirte, Trucker und Spediteure und andere Interessenten dieser landesweiten Demo, die heute am 8. Januar 2024 für uns und leider auch für mich, da ich arbeiten musste und sie nur hören konnte, bis um 12 Uhr alles verstummte, stellvertretend dieser katastrophalen Ampelpolitik die rote Karte gezeigt haben. Trotz der ganzen Anfeindungen und Diffamierungen, die die ARD, der Spiegel, einzelne SPD, CDU und sogar FDP-Politiker so losgetreten haben. Ihr wisst schon. Trotz der vielen Autofahrer und Pendler, die zu Teilen leider nur auch wenig Verständnis für eure Aktion hatten und es auch leider ein Autofahrer auf die Spitze gebracht hat und ein Landwirt mit seinem Auto angefahren hat und Fahrerflucht begangen hat. Der Landwirt soll übrigens wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden sein und der Autofahrer von der Polizei wurde zum Glück gestoppt und festgenommen. Immerhin etwas. Aber ich sag's euch, es reicht langsam, Leute. Es ist jetzt gerade 22.30 Uhr, es ist jetzt 10:30 Uhr und ich versuche auch hier jetzt nicht rumzuschreien oder so. Obwohl es mich gerade richtig abfuckt. Es tut mir auch leid für dieses lange Intro, aber es muss jetzt einfach sein. Es ist keine Kartoffelmeute, es ist auch kein Mistgabelmob oder irgendwelche Rechtsextremen, die rechtsextreme Agenda unters Volk bringen wollen, sondern ganz normale Bauern und Trucker, also die Sorte von Menschen, ohne die dieses Land ins Chaos stürzen würde. Nicht morgen, nicht in ein paar Wochen, sondern immediatement. Wenn wirklich jeder mitgemacht hätte. Ohne Scheiß. Es sind nicht irgendwelche Fachkräfte, es sind nicht irgendwelche Webdesigner oder sogenannte Professics mit Gender Studies, die dieses Land am Kacken halten. Sondern die, die uns wortwörtlich am Kacken halten. Oder glaubt ihr allen Ernstes, dass die Milch aus der Tetrapack kommt? Oder dass das Klopapier, eure Hafermilch oder euer über 1.500 Euro teures iPhone 15 Pro Max mit 1 Terabyte Speicherplatz einfach so durch Zauberei in den Markt gekommen sind, beziehungsweise vor eurer Tür geliefert werden? Nein. Nein. Es sind noch immer hart arbeitende Menschen involviert, die von Homeoffice, einer Work-Life-Balance, euren, sagen wir mal, mindestens 4-5k netto im Monat, geschweige denn ein 1.500 Euro teures iPhone 15 Pro Max mit 5 Millionen Zettabyte Speicherplatz leider nur träumen können. Sie müssen noch deutlich früher aufstehen als wir, müssen teilweise Nachtschichten durchziehen, wodurch der Biorhythmus auch nochmal komplett gefickt wird und müssen auch unter Umständen mal, wenn es wirklich scheiße wird, am Wochenende auch mal arbeiten, wo sie weit weg von ihren Familien sind, wo Spediteure und deren Kunden sie dermaßen unter Druck setzen und es teilweise unmöglich ist, einen Parkplatz zu finden, wo sie auch mal Pause machen können und schlafen können. Wo Supermärkte sie regelrecht erpressen und sie einen Scheiß für ihre Arbeit oder ihren Ertrag auf dem Feld erhalten, wo man noch von Glück reden kann, wenn sie ihre Familien auch halbwegs und nur halbwegs gut ernähren können, die nun auch noch von der Politik, also mit dem Wegfall der Subventionen auf den Agrardiesel, noch einmal zusätzlich geschröpft werden. Also wäre es doch wohl von uns doch nicht zu viel verlangt, wenn wir allen Landwirten, Fernfahrern und vielen, vielen, vielen mehr, die da sich für uns tagtäglich den Arsch aufreißen, damit es hier halbwegs funktioniert in dieser dysfunktionalen Bananenrepublik, dass wir denen einfach mal den nötigen Respekt zollen, anstatt sie wie wild gewordene Irre ins Bodenlose zu beleidigen und sie wieder in die rechte Ecke zu schieben. Und vielleicht auch einfach mal, ich weiß nicht, hinnehmen, dass man mal nicht rechtzeitig zur Arbeit oder nach Hause ankommt, so ärgerlich wie das ist. Denn ganz ehrlich, im Gegensatz zu den Klimaklebern beispielsweise, sind die Anliegen der Bauern und der Fernfahrer und sonst was nicht nur nachvollziehbar und absolut berechtigt gewesen, es wurde auch noch ganz groß angekündigt. Es wurde letztes Jahr angekündigt, sollte da sich nichts ändern, wird man auch am 8. Januar wiederkommen und richtig Rambazamba machen.
Ich weiß, dass da der ein oder andere Schwachkopf, der das jetzt hier lesen wird, sich darüber echauffieren wird und angegriffen fühlt und mir die Kommentare zumüllt. Aber das ist einfach mal die blanke Wahrheit. Kein rechtsextremes, verschwörerisches Blablabla, beliebige Passwörter einfügen, die man in der Tagesschau oder der Bild nutzt, um dem dummen Teil der Gesellschaft zu suggerieren, dass es sich bei den Truckern und Bauern und heute, die heute auf der Straße waren und noch sind und fast ausschließlich um asoziale Nazi-Arschlöcher handelt, aber egal. An euch möchte ich mich herzlicher verdanken. An alle Deutschen, Nichtdeutschen, Holländischen, Polnischen, Ungarischen, Bauern, Fernfahrern, Spediteuren, die dem Druck der Politik, der Medien und den Supermarktketten standgehalten haben. Und auch für die Rettungsdienste und Feuerwehr, denen ich auch nochmal für ihren Einsatz in den Hochwassergebieten nochmal danken möchte, die Rettungsgasse freigehalten haben. Und danke auch an alle in Anführungszeichen Rechtsradikalen, AfDler, Querdenker und anderen Deppen, zu denen auch ich mich jetzt schon seit fast 3 Jahren dazu zähle, die trotz der Anbiederei, wer diese Arschkriecherei des noch immer systemhörigen Bauernverbandes an dem Mainstream mitgemacht und teilgenommen haben. Und man, was spielt denn überhaupt die Gesinnung, sei sie für die ach so woken Gutmenschen noch so schlecht, denn eigentlich für eine verfickte Rolle, wenn es letzten Endes uns alle betrifft? Jetzt im Ernst, was tut es zur Sache, wer jetzt hier mit wem rumläuft? Aber ist ja doch egal. Ich wollte auch einfach nur Danke sagen, also das alles kommt halt wirklich vom Herzen und das auch noch von einem 24-jährigen IT-Spezialisten in Ausbildung, der übrigens wirklich versucht hatte, eigene Aufnahmen zu bekommen, der in der Mittagspause überall nach Ausblicken auf die am Morgen noch sehr gut hörbare A27 geschaut hatte und ja, Stunden später nichts mehr sehen oder finden konnte. Es tut mir auch leid für das lange Intro, aber war mir ein Bedürfnis. Da, wo ich lebe, kenne ich selber viele Bauern in meinem Umfeld und wäre auch selber gern live dabei gewesen, da ich auch schon den kanadischen Freedom-Konvoi Anfang 2020 nicht miterleben durfte. Boah, daraus wurde auch wieder nichts. Naja, es soll ja noch die ganze Woche weitergehen. Na, vielleicht habe ich ja noch Glück und komme da auch noch dazu, da ein bisschen mitzuwirken. Auch mal was Eigenes hochzuladen. Ja. Aber naja, egal. Hier sind nun die Ausschnitte des Tages. Reels in meiner Beschreibung und auf X als Retweets in meiner Timeline zu finden. Link ist ebenfalls nochmal in der Beschreibung. Nochmals danke, bleibt standhaft, weiter gegen das System, haut rein. It's German logistic trucker support.
Bürger solidarisieren sich mit unseren Bauern. Wie man sieht, Bergen ist voll, die Industriestraße, ich bin ganz hinten, ja. Und die geht bis vorne bis zum Kreisverkehr und weiter. Hier hinten ist schon alles voll. Ja, das wird auf jeden Fall ein etwas längerer Corso. Wenn alle anderen Städte das auch so machen wie hier, dann wird es auf jeden Fall interessant werden. So wie es sieht, erstmal hier aus von Bergen. Und das sind alles Leute, die arbeiten gehen, die früh aufstehen. So, hier stehe ich.
Lama-mäßig und das nimmt kein Ende. Mir sträubt sich das Fell. Find ich das geil. Ich freue mich ja so auf Montag, wa? Ja, welche guckst dir an? Guckst dir an. Steht Deutschland mal Alter, ich hab echt auf meinem ganzen Körper habe ich Gänsebälle. Endlich steht Deutschland mal auf. Mega, mega. Ich hab, wo ist denn jetzt dieser Bekloppte? Ah, da! Leute, Mayen live. Hier ist Land unter. Hier geht's nicht mehr vor und nicht zurück. Der Ampelregierung Dankeschön dafür. Hier kommen sie aus allen Ecken. Ja, liebe Leute, morgens 5 Uhr in Deutschland. Wir haben die Schnauze voll. Nur wir quatschen nicht nur, wir tun auch was. An der Feuertonne 2.0. Mal sehen, wie weit wir filmen können. Wie immer sind natürlich ein paar Berliner Mädels vor Ort und haben Brötchen geschmiert, weiß ich, 10 Kannen Kaffee, 4 Kannen Tee mitgebracht, Brötchen verteilt, belegte Brötchen verteilt, immer die gleichen Gesichter, immer die, auf die Verlass ist. Gestern innerhalb von 10 Minuten abgesprochen. Es wäre sehr schön, wenn sich auch noch mal andere bereit erklären würden, mal mit einer Suppe oder irgendetwas hierher zu kommen.
Ein paar Windstreitern, die sogar eine Feuertonne mitgebracht haben und so den Protest unterstützen wollen. Darf ich fragen, aus welcher Stadt ihr angereist seid? Aus der dritten Stadt. Stahlindustrie ist da angesagt, ja. Wir unterstützen die Bauern, weil wir auch Probleme haben in der Stahlindustrie wegen der Dekarbonisierung, wegen der Transformation und wir haben da Probleme, wie es da weitergeht. Die Bauern sehen wir das genauso mit der Zukunft, wie es da weitergeht. Es wird alles teurer. Keiner weiß mehr, wie er das alles bezahlen soll. Deswegen sind wir hier. Also ihr seid aus der Stahlindustrie. Seid ihr als Firma angereist oder einfach als Freundesgruppe? Als Privatperson. Ja. Aber habt ihr frei gemacht auf Arbeit? Oder ich habe Urlaub genommen heute. Ja. Und hat es soweit alles gut funktioniert? Alles gut funktioniert und mein Chef, also mein Meister, unterstützt uns da mal ganz gut bei der Sache. Deswegen konnten wir heute hierher kommen. Sehr schön, allerbesten Dank. Bitte schön. Auch polnische Bürger solidarisieren sich mit unseren Bauern. Thank you.
Die haben wirklich recht. Und ich hoffe, dass endlich was bringt. Super. Echt genial. Das ist auf dem Weg nach Ingolstadt rein. Anthony Lee, we are on the highway. As you can see, we're not alone. Anthony, can you tell us what's going on? Well, you can see we're having a barbecue at the moment. Yeah, Germany. You came prepared. We are always prepared, yeah. And this is the most frequent highway in Germany. The most used highway in Germany? Actually in Europe, to be honest. Oh, wow. Yeah, too. So it's not normal to stand here. But we are sick of lies. We are sick of trying to get rid of our jobs. It's not only farmers. It's the lorry drivers. It's the normal workers. Everybody is sick of politicians who have no idea what they're talking about. Who have no education to tell us how our lifestyle should look like. And this is the result of 4 years trying to get in contact with politicians, talking to them on an equal level, but they won't listen. And now we have no other choice than to demonstrate, and it's our right. And yes, it's one of the highest rights, especially in Germany. Yeah, to demonstrate. We are not violent. This is all friendly. You can see we have a small gap. If people can drive through, police, ambulances, everybody can come through. But this is only the tip of the iceberg, to be honest, because all over in Germany we have, this is the west, we have Dutch farmers coming over to support us. In the east we have Hungarian farmers, Polish farmers, and we are all united in getting rid of politicians who are trying to get rid of us. Right. Yeah, so I was very active in the Dutch farmers protest, and I remember I said a few years ago, guys, pay attention because this is going to be a global issue. There's a global attack on farming. You are describing the same thing here in Germany. Why are these politicians coming after you? Why are they trying to destroy you? I think there are many reasons. First of all, they want our land. And like you in Holland are kind of the example what politics want, or right. Politicians want. They want our land to build industry, houses, I don't know, for refugees, whoever, I don't care for what. Right. But the reason they want it is not really my thing to say. But we are the people who don't, you know, we don't work in a co-working space, and we don't have a startup or what. We produce the most food. Important thing in the world, food. Right. You know, we are here since generations. And they're trying to get rid of us, and we can't let that be. We have all kids. I have 3 kids. I want them to do my job for the next generations. Yeah, we are people here who are the 14th, 15th generation. You know, right. We are the guys who get up, work 24/7 at all weather conditions, and we are the guys who prepare you with the healthiest food
and we do everything that people want us to do. Yes. You know, in Germany, everyone says we have to get rid of CO2. Okay. The only guys who can get rid of CO2, if you think it will kill us, right, are the farmers and the people who own forests. For us, it was nitrogen, but we all know that it's a lie. It's a pretext. It's a pretext. It's ridiculous. And yeah. I feel like the general population knows. They support you. I mean, I was emotional watching the truckers, watching the tractors, everybody just come on the road here. This is of historical magnitude. I keep on repeating myself, but I'm serious. I think this is of historical magnitude. And the people of Germany, of the Netherlands, I think of all of Europe, America is watching. We are all with you. God bless you. And we're here to support you. Thank you so much for talking to me. You're welcome. Go and talk to the normal people who are in the traffic jam now. I will. Let's go. Everybody supports us. Oh, I spoke to a few people who were stuck and I said, I'm missing. If I meet 20 meetings, I don't care. Yeah, exactly. They know why they're here. Yeah. They know that you guys provide them with food. They're sick of politicians who lie, who are not willing to do that, what they should do. Right. To get us a better future. Yes. You know? They're not doing that. Thank you so much. You're God welcome. Bless. Thank you. Guys, I'm here right now. Aber wir sollten in Köln miteinander so umgehen, dass diejenigen, die auf der Seite der Landwirtschaft stehen, auch zusammen solidarisch stehen. Meine Damen und Herren, jetzt habt ihr mal euren Dampf abgelassen, das darf auch sein. Das darf auch sein, aber wir hören gegenseitig zu. Und nur durch Rede und Gegenrede kommt es weiter. Wir haben genug geredet! Wenn wir wollen, dass man uns zuhört, dann geht das nur, wenn wir auch zuhören. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Deswegen bitte, wir lassen unsere Gäste ausreden. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Weiter! In der Pause! In Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, sehr viel Hochwasser gehabt. In den Thüringer Orten, in denen ich den Hochwasser erlebt habe, waren es die Landwirte, die zuerst der Bevölkerung geholfen haben. Es waren die Traktoren, die jetzt versteuert